Guten Morgen, heute spielen wir in Türchen Nummer 6 Minigolf zusammen mit Voxy. Hallo. Hallöchen. Also Vox heißt du, aber ich nenne dich gerne Voxy oder RTL oder keine Ahnung. Ja, ihr verarscht mich immer, weil jemand denkt, ich habe mich so genannt wegen dem Fernsehsender. Ja, hast du doch auch. Egal, geh einfach mal ins Spiel. Nein! Minigolf spielen wir hier auf Playforia. Kannst ins Spiel reingehen, dann starten wir. Passwort war das gleiche wie vorhin, ne? Ja, Passwort ist Penis. Kann man hier auch mal sagen. Müssen wir uns nicht für schämen. Penis ist ein Wort, das steht im Duden drin. Genau, so, jetzt geht's los. Also, ganz simpel, Minigolf. Hatte ich auch im letzten Jahr schon gespielt. Mit Matze Ritter, glaube ich. Ja. Warst du letztes Jahr schon dabei? Ich weiß es gar nicht mehr. Nee, also ich war zwar schon auf TS zu der Zeit, schon längst. Und du wolltest mal mit mir, aber dann ging das nicht so ganz und dann hast du gesagt, dann bist du, dass ich nächstes Jahr dran bin. Ah ja, du wolltest mal mit mir, das hört sich ein bisschen komisch an, also nichts falsch. Nein, du wolltest mit mir das aufnehmen, meine ich. Ja, gut. Man weiß ja nie, die Zuschauer verstehen da immer was Falsches. Wir wollten nur zusammen aufnehmen. Denken immer zweideutig. Ja gut, denke ich auch, ne? Also sonst wäre mir das jetzt nicht aufgefallen. Ah, also wir haben eben kurz mal angezockt, ich habe es jetzt lange nicht mehr gespielt und du glaube ich auch nicht oder überhaupt noch nie. Doch, schon gespielt, aber wann habe ich das letzte Mal gespielt? Ich glaube im März mit Felix und Nils war das. Okay, ja gut, ich habe es auch sau lange nicht mehr und bin auch jetzt nicht besonders gut, aber ich will hier gewinnen trotzdem. Sieht auch bis jetzt ganz gut aus. Ja, du wirst auch gewinnen. Guck dir das mal an hier. Die Steuern und Wasser. Ja. Maximal 20 Schläge, also wenn man dann nicht im Loch ist, hat man 21. Gott verdammt! Das kann auch ein bisschen dauern hier. Wir haben 7 Bahnen gemacht. Ich weiß jetzt nicht, ob das von der Zeit klappt. Kommt ja auch immer drauf an, welche Bahnen kommen. Und so. Eieiei. Das gibt's doch nicht hier. Das gibt's doch nicht! Bisschen langsamer, nicht so fest. Schon kaum an. Das war ein bisschen mickriger als. So, jetzt genau. Kann ich rüber. Nein! Das war mir irgendwie klar. Wieso? Verkack hier, Alter. Ich... So, ja, so wenn man stark. Da schon bei der ersten Bahn schon direkt verkackt ist, schon ein bisschen bitter. Dann hängt man schon die ganze Zeit hinten. Ja. Rum. Ja, ich hänge. Sehr weit hinten dran. Aber bitte nichts Falsches denken jetzt hier. Oh, das war nice. Ja, aber das war eben auch so in unserem Testspiel. Da habe ich gerockt die ersten Bahnen und dann am Schluss kamst du, warst du immer ein bisschen besser. So, die blauen Punkte hier, das ist Wasser. Da darfst du zwar drüber rollen, aber nicht drin stehen bleiben. Ah, also klar, also sowas wie eine Pfütze kann man fast sagen. Genau, ja. Wenn okay. Der Ball da drin liegen bleibt, ist halt wie normales Wasser. Okay. Genau. Oh. So halt. Und das Weiße verschnellert einen. Weiße? Ah, Mann, jetzt. Das wird das so. Weiße um den. Das soll einen Blumen darstellen. Wir haben auch alle Bahnen gemacht. Wir haben nur gewöhnliche, glaube ich, gemacht. Das ist jetzt hier nichts. Ja, wir haben nur gewöhnliche. Jawohl, genau das wollte ich. Obwohl er fast schon drin weiß liegt. Weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht mehr, was bei ungewöhnlichen Bahnen eigentlich alles passiert. Ich hab auch keine Ahnung. Aber das war auch gut von dir. Ja, allerdings. Nein! Allerdings bin ich jetzt genau in der Erde gelandet, die mich langsamer macht. Ganz vorsichtig. Nein! Das war zu. Scheiß Erde. Jawohl. Ich denke halt durch diesen schneller machen nicht so stark. Ja, da muss man halt ein bisschen überlegen. So, wie mache ich das jetzt am besten? Ja, Erde ist mies. Zack! Nein! Ja, war doch auch ganz gut. Jetzt kommt's drauf an, jetzt weiß ich nicht, da ist extrem langsam. Aber ich musste. Gott sei Dank, ich musste da weg, das sah aus, als würde ich dir am Arsch quälen. Darauf stehst du doch. Gib es zu. Fuck! Ach, scheiße! Oh nein, oh, das ist auch fies gemacht. Bisschen, ne? Ja. Bleib. Uah.
Ist deine Kugel ein Hund? Ja, das ist ein Job aus GTA 5. Job. Ich sag immer Job, das hört sich an, als ob das ein Job wäre. Job. Job der Style, der Hund, der sogar ins Auto einsteigt. Ja. Yeah. So, jetzt, ich mach meistens auf Risiko, genau so, und das war nicht so gut. Naja, bin besser als von da, wo ich stehe. Ja, aber da, wenn man da jetzt ein bisschen... Ja. Gut. Die Erde, die nervt hier. Oh, nein, das war mies. Okay, mit Bande kann ich rein. Oh, weil du kannst da immer noch hin. Nein. Alles möglich. Ich bin nicht besonders gut, aber ich konzentriere mich auch nicht so und Und gesagt, der lange der nicht mehr gespielt. Ja, und du ziehst mich trotzdem hauchhoch. Ja, egal. Hauchhoch ab. Hauchhoch ab. Hauchhoch. Ja, wir wollten zuerst was anderes spielen. Hexball. Kommt dann eventuell mit dem anderen. Aber da wäre es noch eindeutiger gewesen. Ja, also Endergebnis wäre 50 zu 1. Ja, vielleicht. Oder 50 zu 0. Man möchte es ja nicht übertreiben mit 50 zu 1. Ja, komm, einen Punkt wollte ich mir jetzt auch geben. Ja, dann vielleicht ein Eigentor von mir, aber... ein Eigentor von dir. Moment, theoretisch sogar möglich. Ja, klar. Aber deshalb haben wir jetzt hier Minigolf gemacht. Ja. Ja, wir hätten ja eigentlich was Größeres machen wollen, aber dafür leckt halt mein Internet zu sehr. Ja, deshalb hört sich das ein bisschen komisch an, wenn wir beide gleichzeitig reden. Er hört mich halt immer ein bisschen zeitverzögert. Das wird noch die... Ja, das wird noch die Katastrophe, wenn ich selbst mit LPen anfange, ey. Ja, dann musst du dir halt neues Internet kaufen unter deinen Eltern. Ja, das werde ich dann machen, und wenn meine Mutter was dagegen sagt, kriegt sie halt so für Schnauze, mein Spaß. Du weißt schon, dass das aufgenommen wird, oder das erscheint auf YouTube. Aber ja, ich denke nicht, dass deine Mutter meine Videos guckt. Erstens das und zweitens ist es auch nur Spaß. Ja, natürlich. Ich habe eine Frage an dich. Guckst du eigentlich viel Box? Nein, tue ich nicht. Könnte ja sein. Weil warum benennt man sich sonst noch im Fernsehsender? Naja, eigentlich sollte es nicht der Fernsehsender sein, aber... Also eigentlich wolltest du dich RTL nennen, ne? Nein, kennst du noch hier, ich weiß nicht, kannst du dich an den alten Videospielhelden Star Fox erinnern? Ja. Davon Kumpel, der hat halt immer VOX geschrieben und ich wollte den gleichen Namen haben. Ach so. Als Gamer. Und dann habe ich das gesagt, dann schreibe ich das Vox, aber Fox ausgesprochen eigentlich. Okay, gut zu wissen. Aber das ist immerhin eine Hintergrundgeschichte, weil viele haben ja irgendwie immer so einen behinderten Internetnamen und ohne Hintergrund. Und da ist halt immer eine Geschichte dahinter. Eine kleine, aber feine Geschichte. Scheiße. Also für alle auf TS bin ich allerdings Vox, RTL 2, Sat 1, Pro 7, Kabel 1, was auch immer ihr wollt, ADR, WDR. Bibel TV. Kennst du Bibel TV? Empfängst du das? Ich empfange das nicht, aber ich kenne es. Okay, das ist Riesenrotz. Also für Leute, die da so unterwegs sind, kirchenmäßig, ist bestimmt der Übersender, aber mich juckt das nicht. Oh, ich fail hier. Failst? Fail doch auch. Ich bin noch weiter hinten als du. Müssen wir jetzt in alle vier Löcher rein, oder? Nee, nur jeder hat seinen Bereich halt. Ach so, und die anderen beiden Bereiche da unten für zwei andere Spieler, oder wie? Genau. Ah, okay. Ja, ich bin drin. Da oben sieht man, wie es steht. Ich führe natürlich, wie das so sein muss, ne? Ja. Ja, heute bin ich der Fail King. Ja, aber das war diesmal nicht so. Klar, vorne von mir. Wie mache ich das am besten? Aber ja. ich habe irgendwie das Gefühl, während wir vorhin getestet haben, habe ich noch mehr verkackt. Ja, du bist ein bisschen mehr reingekommen. Besonders, wie habe ich ja eben schon gesagt, die ersten Bahnen, da habe ich klar gewonnen. Und dann am Schluss hast du auch mal ein paar für dich entschieden. Scheiße, da ist ja Wasser. Hä? Oh, da. Ja, gut, für die Warnung. Riesen blaue Balken, keiner sieht es. Ja, das war Glück. Oh.
War das? Ich bin blindes Huhn, ich muss auch mal ein Korn finden. Ja. Also jetzt sind wir ja mehr außenrum hier als Deko, aber konnten diese roten Teile dann nicht auch irgendwas? Ja, das sind Mauern, da muss man, wenn man einmal dagegen schlägt, gehen die weg. Also gehen die kaputt im Prinzip. Okay. So war das, glaube ich. Gibt's auch Bahnen, wo man das machen muss halt. Ich hoffe ganz ehrlich, dass der Part für die Zuschauer nicht zu langweilig ist. Ich schläg lustige Musik drunter. Dann wird's vielleicht ein bisschen spannender. Scheiße, jetzt hast du... Ja, hast du das gewonnen hier? Die Runde? Ja, aber ding, ding, ding. Ist halt schwer, halt mit vielen Spiele zu finden, richtige Riesen-Games und dass beide, also ich muss das ja auch besitzen und so viel Online-Games habe ich nicht, deshalb muss man halt auf Minigames und so zurückgreifen und Minigolf ist ja ein geiles Minigame. Ich hab auch eigentlich auch nur ein Online-Spiel, was ich wirklich spiele, weil ich halt mehr Consolero bin, ne? Ja, gut, Konsole könnte man natürlich auch eigentlich, toll. Du hast doch eine Xbox, ne? Ja. Aber kein Xbox Gold, oder? Nee, hab ich noch nicht, aber wollte ich mir ja machen, weil du ja mal gefragt hast wegen GTA 5. Ja, stimmt. Gut, dann hätten wir da auch vielleicht... Ja gut, aber so viele Konsolenspieler Multiplayer habe ich auch nicht auf Xbox. Naja. Also, wie gesagt, also das Xbox Gold werde ich mir auch besorgen. Ja, ich hab's derzeit auch auf nicht. Deine Bitte. Ja, nee, ich hab ja nur gesagt, wo du mich dann angeschrieben hattest, ich... Mach das dann, wenn ich wieder Kohle habe. Ja. Kostet jetzt auch nicht so viel, das ist so die Welt, ja, ein Monat irgendwie 6 Euro. 20. Ah, 6 Euro nur? Ich habe irgendwie was von 20 Euro im Monat, oder? Nee. Mal gedacht zumindest. Also ich habe irgendwas mit 5 Euro bezahlt und wenn man es echt bei Xbox holt, auf der Seite, kostet es irgendwas, glaube ich, 6 Euro im Monat. Oh, ja, okay, das geht. Versuche ich eigentlich die ganze Zeit darüber zu kommen, wenn das da, wo du bist, viel einfacher ist. Keine Ahnung. Ich gehe aber auch meistens die umständlichen Wege. Ey, das ist mies von dir. Toll! Ja, Dankeschön! Das war mies. Das ist, ja, das, ich bin mies, Alter, ich bin mies. Aber egal, ja. Ja, wobei, wenn ich das jetzt hier verkacke, aber ich habe ja eigentlich großen Vorsprung. Aber jetzt war es eigentlich gleich schon. Also ging doch jetzt schneller als unser Testspiel. Da haben wir 25, 30 Minuten gespielt, aber 10 Bahnen halt. Ja, stimmt. Ja. Oh, fuck. Das ist... Ah. Fuck. Bleib. Hundi. Hundsitz. Da ist wieder das Hühnchen. Da ist jetzt wieder das Hühnchen. Ja. So, und einlochen. Einlochen macht Spaß. Mann, ich wollte dich ins Wasser hauen. Aber es wäre egal gewesen, ich wäre ja dann direkt wieder da. Einlochen macht Spaß? Ja, klar macht das Spaß. Natürlich. Besonders bei Frauen. Bitte, das hast du jetzt gesagt. So, letzte Bahn. Ich habe eigentlich schon gewonnen. Ja, ich habe schon gewonnen, weil es geht ja nur 20. Du hast gewonnen. Ja. Aber... Jetzt kommst du drauf an. Ah, fuck, das kann auch ein bisschen dauern. Das ist mies. Was soll denn das werden? Ich wollte mich nach vorne apportieren, befördern. Wie du es auch immer nennen willst. Hab ich gesehen. Oh, das war... Ach so. Ah, das war jetzt dumm. Da hast du jetzt... Und ja, auch wenn... So gut gemacht, das da. Ja. Auch wenn du mein Kumpel bist, Schmarr, musst auch du als Boxsack herhalten. Ja. Aber ich werde auch öfters von anderen Freunden mit Boxhandschuhen gehauen. Aber das stimmt sogar wirklich. Schöne Grüße an Spike, der haut mich immer mit Daniels Boxhandschuhen. Okay. Gibt sogar eine Aufnahme davon, aber ich glaube, die werden wir nicht hochladen oder so. Hat mal Daniel aufgenommen, wo er mit Boxhandschuhen bei ihm in der Wohnung stand. Ich war draußen. Daniel filmt, wie er seine Boxhandschuhe anzieht. Und dann läuft er mir hinterher, ich hau voll ab. Und läuft mir dann hinterher, war lustig, aber werdet ihr nie sehen. So.
Nicht zu fest. Ah, fuck, das war zu fest. Na komm, ah, und sorry, Iggy, aber Ralle Makasam. Das ist egal, muss ich gar nicht mehr bei dir entschuldigen, das sagt mittlerweile ja jeder. Aber das heißt ja, er ist ein Trendsetter, wenn das jeder sagt. Ja, das stimmt allerdings. So krill, Makasam. So, gleich habe ich es. Manche ist tricky. Ja, da sieht man auch Durchschnitt 12,2 Schläge. Beste, ach, vier Schläge, Alter. Wie braucht man das? Wie kann man das mit vier Schlägen schaffen? Was? Vier Schläge? Ja, bester. Da muss das ja sofort geklappt haben bei jedem einzelnen Schlag. Ja. Und vielleicht ein bisschen mit Hilfe, wenn da vier Leute halt mitspielen, dass die halt von irgendwie so weggeschlagen werden und so. Komm hier nicht von dieser Stelle runter, kann das sein? Fuck! Kann natürlich auch sanft machen, mal ein bisschen dahin und dass der da liegen bleibt, so, und dann kann ich dann besser, komme ich besser um die Kurve. Zack! Ja, da kommst du. Komm schon! Ja! So, perfekt. Aber du hast mich schon wieder eingelocht, du! Ja, aber ich habe auch einen Schlag mehr, ja gut, jetzt nicht mehr. Aber merkt euch eine Sache, Gunnar steht aufs Einlochen. Oh ja. Yeah. Aber das Thema wollen wir jetzt nicht vertiefen, haha. Nein. So, ich bin durch. Ich hab gewonnen. Das ja, war irgendwie klar. Das war logisch, aber ganz trotzdem irgendwie lustig. Ja, aber lustig, also so besonders lustig, wir haben da schon auf TS so viel gelacht, wenn wir zu viert gespielt haben. So geil. Ja, es ist halt auch deutlich witziger, wenn mehr dabei sind. Ne? Ja, genau. Aber trotzdem hat Spaß gemacht. Vielleicht mit lustiger Musik im Hintergrund, das ist noch ein bisschen lustiger gewesen. Und ja, das war's im Prinzip schon. Ich weiß jetzt nicht, wie lange die Aufnahme ging. Aber ich bedanke mich bei dir, bei RTL Vox, dass du hier dabei warst. Ich bedanke mich bei dir, dass ich dabei sein durfte. Kein Problem, immer wieder gerne. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen bei Türchen Nummer 7. Macht's gut und ciao, ciao. Ciao.